Ja, Sir, ich bin dran. Du wusstest, dass die Atombombe von Greenlight war. Was verschweigst du noch? Ich prügel die Wahrheit aus dir raus. Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden. Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausbaden. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's, Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wem man glaubt. Butler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 1958 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Die ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 1974 wurden die Bomben zu Neutronenbomben aufgerüstet, die Personen ausschalten könnten, ohne Schäden an Infrastruktur anzurichten. Tausende Tote im Handumdrehen. Und du faselst von verdammter Infrastruktur. So schön zivilisiert. Wir töten Menschen, aber bewahren Gebäude. Es geht um die Bewahrung unserer Art zu leben. Seit wann wusstest du von der fehlenden Bombe? Eine der Greenlight-Bomben ging vor 8 Wochen offline. Wir hatten Perseus im Verdacht, konnten es aber nicht bestätigen. Bis zu euren Fotos, denen aus Ost-Berlin. Also, das Problem ist eine amerikanische Atombombe. Und sobald Perseus sie zündet, sind die Vereinigten Staaten weltweit der oberste Schurke. Wir hätten kein Problem, hättest du Perseus damals ausgeschaltet in Vietnam. Vorsicht, Hudson. Nächstes Mal überlasse ich dich Woods. Wir müssen wissen, was Perseus mit der Atombombe vorhat. Park, steht sonst noch was in dem Ausdruck, den Bell und Woods aus der Basis geholt haben? Es wird eine Ausgrabung im Uralgebirge erwähnt, auf dem Yamantau. Unser Kontakt beim KGB bestätigt eine aktive Operation. Yamantau, dachte Hudson und Weaver hätten die Einrichtung vor Jahren begraben. Haben wir. Perseus will den alten Hauptrechner bergen. Dragovic und Steiner müssen was ziemlich Heißes hinterlassen haben. Steiner. Schick Woods und mich. Dir fehlt der Abstand, Mason. Wir können uns keine Patzer erlauben. Bullshit. Du weißt, dass es keinen besseren Job gibt. Ist meine Entscheidung. Ich will Mason und Woods da dran haben. Findet diesen Hauptrechner vor Perseus. Ich kontaktiere unseren Mann beim KGB, Belikov. Er wird uns logistisch unterstützen. Wer weiß, Belikov will den Heli vielleicht sogar selbst fliegen. Was immer Perseus auf dem Yamantau will, ich will es noch mehr. Das erste Gebäude liegt gleich hinter dem Kamm. Danke, Dimitri. Wir geben per Funk Bescheid. Woods, du weißt, was der KGB mit Doppelagenten macht. Nicht? Da! Wenn sie gewinnen, ist es das Erschießungskommando fast wert. Ich habe nur für 1 Stunde Treibstoff. Also danach braucht ihr ein anderes Taxi. Dann mal los, Mason! Nicht. Wie spaß dir? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von COD, Black Ops Cold War. Das letztes ist Mal haben wir herausgefunden, was kurz Hudson alles weiß. Und haben wir erstmal alles rausgeprügelt, die ganze Wahrheit. Und jetzt müssen wir erstmal einen KGB-Hauptrechner vor Perseus holen. Das erinnert mich gerade voll an OG COD Modern Warfare 2 mit Soap. Gute alte Zeiten. Gute alte Zeiten.
Okay, wird sich hier die Seite. Achtung, Aufklärer auf dem Kamm. Also leise, meine ich. Ja, darin bist du ja der Experte. Ich bin verdammt komplex, Mason. Du solltest das wissen. Nicht schlecht. Ich wollte den oben schießen. Mann. Da tutschen. Bitte? Du nimmst den, ich den anderen. Der wollte rutschen, aber nicht verdammt, mit mir. Mason, sind das aufgestaute Aggressionen? Scheiße. Das sagt er richtig. Das Seil sieht halbwegs sicher aus. Dialoge. Du zuerst, Mason. Warte, warte. Der muss weg. Gut, ich geh los. Hoffentlich hält das. Das hoffe ich mir auch. Let's go. Tschüss, Woods. Wie siehst du? Kinderspiel. Jo, wie schnell warst denn du? Das ist das alte SATCOM-Gebäude. Sieht aus, als hinge es am seidenen Faden. Das hört sich aber nicht gut an, wenn es an seidenen Faden hängt. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken. Und ja, aber das sehe. Außer Sicht. Guter Abschluss. Sind noch mehr zu sehen? Bin Sniper-Profi. Quickscope. Nein, der hat mich gesehen. Nein, was ist denn mit mir? Wutz, unten bleiben. Ach, Mann, Wutz. Guter Schuss. Okay, den hat er schon getötet. Hey, alles nur gegen sie. Erledigt. Auch keine Rutsche. Rein da. Rutsche. Okay. Ich glaube, let's go. Das war's. Verdammt. Sieh dir diesen Ort an. Ich kann nicht pfeifen. Oh, ein Scheißstück. Ah, eine schöne Kassette. Ich glaube, sie wollen den Hauptrechner mit einem Kran. Ein langer Weg nach unten. Wenn wir den Kran finden, finden wir den Hauptrechner. Diese Sowjetkonstruktion. Ja, aber Hauptsache ist noch stabil. Das ist das Wichtigste. Oh Gott, oh Gott! Kurz, ich hab schon verstanden. Nein, bitte, bitte, bitte. Oh, zum Glück. Willst du hin, Wutz? Gib mir Deckung! Dachte schon, er wollte abhauen. Also ich guck mal hier rum. Wir nähern uns dem Hauptrechnerraum. Wir angeln uns am Kabel lang. Russen auf dem Helipad. Schalten die besser aus, bevor... Warte, warte. Genau, erstmal sie ausschalten. Ich bin letztes Mal zuerst los. Warum sollten wir das jetzt ändern? Noch. Na gut, dann muss ich wieder... Leck mich. Oh, oh. Scheiße! Scheiße! Ach gut, verdammt, nochmal! Oh. Sturzlandung. Aber sowas von... Mason, wie ist dein Status? Ich hab meine verdammte Waffe verloren. Ich sehe hier einen Tunnel. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Verstanden. Woods. Oh, klasse. Verbindung abgebrochen. Aber wundert mich auch nicht. Ganz ruhig, Mason. Nicht in Panik geraten. Armbrustbolzen. Was sind das für Buchstaben auf dem Screen? Jetzt hier nicht verrückt werden. Nur weil du ein bisschen kälter bist. Wie es klingt. Das место было заброшено после схода лавины.
Но я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. Граната! Атак! Ищи укрытие! Ищи! Verdammt nochmal. Und auch du musst weg. Gut. Ich glaube, jetzt ist es aufgeräumt. Ich brauche irgendeinen Schlüssel, um das da aufzumachen. Aber nur wo? Keine Ahnung. Ich nehme mir erstmal hier diese Waffe. Gut, Wutz, hörst du mich bitte? Ich brauche deine Unterstützung. Naja, dann müssen wir wieder alleine das hier machen. Schaffen wir. Wir sind doch der COD-Profi. Ja, einfach auf die Fresse gehen. Ich höre dich. Wutz. Du musst in der ich höre dich laut und deutlich. Ah, hier ist doch der Schlüssel. Ich wette, der öffnet den Waffenschrank. Tja, da können wir doch mal kurz reinschauen, was da alles drinne wäre. Ist doch auch mal schön, so Secrets hier zu finden. Ist noch einer? Пока командир не понял, куда мы делись. Открывай. Ключ у тебя. Я думал, он у тебя. Raus hier, meine Güte. Gut, aufschließen. Sieh mal einer an. Dein schlimmster Albtraum. Schalte den Echo eines Krieges irgendwas frei. Kann ich das noch sehen? Nö. Aber hier ist ein Revolver. Ui. Man nennt das auch russisches Roulette. Damit habe ich mal mit 6 Kugeln jemanden auf die Fresse gehauen. Falsche Richtung. Мне нужно подкрепление. Ach, wo kommen die jetzt auf einmal her? Tschüss! Oh Gott. Nein, ich hab doch geschossen. Oh. Bin ich jetzt wirklich an dieser lächerlichsten Scheiße gestorben? Sieh mal alle an. Blöd gelaufen. Naja, nochmal. Was sind diese Buchstaben und Zahlen auf dem Screen? Egal, werden wir irgendwann mal herausfinden. Hoffe ich mal. So, ich glaube, COD ist jetzt nicht so kompliziert, oder? Klappe! Ich verstehe dich nicht, also sei still. Ich glaube, hier hoch müssen wir. Hier drüben. Ah. Bei deinem nice. Lärm ist es ein Wunder, dass uns noch nicht die ganze Sowjetunion am Hintern hängt. Was? Das wundert mich auch. Dafür werde ich bezahlt. Wie viel Lohn? Siehst du irgendwelche Ausgrabungsstätten? Gerade nicht. Wenn ich diese Karte richtig lese. Musst du ein paar Grad zu deiner Linken schwenken, weiter nördlich. Also hier, oder? Hier. Da. Da. Was ist das? Bingo. Laut Karte steht dieser Kran in der Nähe des alten Computerraums. Da müssen wir hin. Aber ein weiter Weg noch. Habt ihr den Hauptrechner gefunden? Da ist ein großer Kran im Westen der Basis. Mach deine Winde bereit. Bitte was? Meine Winde? Sorry, kann ich nicht verstehen. Hey, ganz ruhig. Oh, Scheiße. Festgenagelt. Ist der Heli einsatzbereit? Verstanden, Woods. Wir sitzen hier heftig in der Klemme. Was war denn am 4. Juli, wenn ich mal fragen dürfte? Ich kenne mich jetzt nicht mit der Geschichte aus. Oh, da ist noch einer. Okay, endlich. Kontrollieren. Warte, warte.
Ah, schade. Da war bestimmt einer. Der hat sich nur komplett versteckt. Na, dann beeil dich doch mal. Wurz, wo bleibst du? Ach, scheiße. Granate. Na, endlich kommst du auch mal. Geh weg, Alter. Mach schon irgendwelche im Weg. Bleib weiter. Ich brauche Deckung, nein. Ich werde von jeder Seite hier angeschossen. MG-Nest. Ja, merke ich. Okay, warte, ich habe eine Idee. Wird aber übelst hart. Du gibst mir Deckung und ich schieße. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Oh, jawoll. Wir sind so ein gutes Team, auch wenn du gar nichts machst. Gut. In unterwegs. Feinde an der Seilrutsche. Nein, nein, nein. Ich will nicht noch mehr Besuch bekommen. Schon genug Stress hier. Achtung, ein will flankiert. Diese Takedowns, Alter. Muss nachladen. Hoffen wir, ich gehe vorwärts. Gehen wir. Danke, Pelikov. Was ein Ehrenmann. Oh. Ups. War nicht meine Absicht. Los geht's, Mason. Gut, ich bin über dem Evakuierungspunkt. Wir müssen da runter. Seid ihr bereit? Wir sehen dich, Dimitri. Warte. Wie komme ich hier runter? Ah. Alles super. Ist der Hauptrechner groß? Wir kommen nicht weg, wenn er zu schwer ist. Standardgröße. Genau. Haben die bei dem einen Film, Double Frontiers heißt es, glaube ich, haben die da auch gesagt, also da war Ben Affleck drin, da haben die auch gesagt, so, nein, passt schon, so ein Heli schafft das. Aber dann, ja, genau das Gegenteil. Ich will jetzt nicht den Film spoilern. Ist wirklich ein geiler Film. Triple Frontiers, jetzt hab ich's. Triple Frontiers heißt das. Dimitri, oh, das bist wir du. Sind in Position. Lass die Winde runter. Lass sie runter. Gott. Hab sie. Nein, nicht den Körper. Du sollst das nehmen. Hört auf, das Ding anzuschießen. Ladung gesichert, Dimitri. Bring uns auf. Nach oben. Hoch jetzt. Oh, das schwenkt ein bisschen. Hoffentlich wird mir nicht schwindelig. Scheiße. Ja, scheiße, auf jeden Fall. Dann mach es, dass es nicht widerspendig wird. Scheiße, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße! Langsam! Mach langsamer! Schnelle, langsame! Ich kümmere mich ums Fliegen, ihr ums Schießen! Das wird schwierig, wenn du hier die ganze Zeit am Rumwackeln bist. Hast du es gleich? Gott, geht weg. Wir sind in Sicherheit, Dimitri. Bring uns super. Heim.
Hudson? Wir haben den Hauptrechner analysiert, den Mason und Woods vom Yamantau geholt haben. Und? Perseus suchte nach den Namen der Schläferagenten, die Dragovic 68 eingesetzt hat. Geben Sie sie durch. Wir schicken Adlers Team, um sie ausfindig zu machen. Perseus hat sie gelöscht. Verdammt. Es gibt nur noch einen Ort, wo Sie diese Informationen finden. Die Lubjanka. Was? Das KGB-Hauptquartier? Warum hat sie Perseus nicht selbst herausgeholt? Keine Ahnung. Vielleicht handelt er ohne Autorisierung. Ich sag Adler Bescheid. Aber wir müssen das entweder richtig machen oder gar nicht.